und herzlich willkommen zu einer ganz außergewöhnlichen Folge. Einer Folge, in der wir fluchen werden, in der wir uns wundern werden, in der wir den Kopf schütteln werden, in der wir vielleicht nicht sehen werden, je nachdem wie lange es dauert, in der wir Aggressionen aufkommen werden und wir sie bewältigen werden. Eine Folge, in der es Ehestreits gibt, wollte ich gerade sagen, aber wir sind ja nicht verheiratet. Das ist schon mal ein großer Vorteil bei solchen Sachen. Außerdem, wenn, dann fährst du sowieso nur die anderen um und nicht mich. Ja, das stimmt, wenn ich vor. Ach, guck mal, ich habe einen Hundi da dran, sehe ich gerade. Ach, du kannst meinen Truck ja gar nicht sehen. Nee. Ich kann aber einen. Oh, ich habe gerade einen Screenshot gemacht, als es schwarz geworden ist. Äfft euch doch alle. Wir, hätte ich fast vergessen zu sagen, sind nämlich im American Truck Simulator. Ich habe ja schon im Bus Simulator 18 mehrfach erwähnt, dass ich gerade alles suchte, was irgendwie mit Autos zu tun hat oder Panzern oder Flugzeugen oder Zügen. Also alles, was sich irgendwie bewegt. Und mit Simulatoren zu tun hat. Und dann habe ich einfach gesagt, ich schnapp mir mal den Epi, binde den am Stuhl fest, mach so diese Dinger, diese Streichhölzer oder so zwischen den Augen und sag hier, du fährst, dann mache ich dich wieder frei. Und der Epi hat dann völlig... Ich bin der Tempomat. Der Epi hat dann völlig ohne äußere Einflüsse hat er gesagt, ja Schatz, natürlich fahre ich mit dir eine Runde im American Truck Simulator. Genau. Damit wir mal zeigen können, wieso ein Konvoi nicht funktioniert, wieso ein Konvoi denn vollstatten geht, wenn man miteinander spielt. Ja, wir haben eine Sitzung eröffnet, wir sind eben eine Proberunde gefahren, die übrigens sehr, sehr gut geklappt hat. Das heißt, da die Aufnahme jetzt dran ist, wird jetzt alles scheiße laufen, das weiß ich jetzt schon. Ja. Und ich würde sagen, dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht. Moment, Auftragsangebot muss ich, glaube ich, machen, ne? So. Sag einfach ja. Wir haben Ich muss mich erstmal nochmal verbinden zu dir. Irgendwie hat er mich. Ja, du bist. Da stand aber drin, da sind zwei Leute drin. Ja, keine Ahnung. Warte mal. Weil ich wollte jetzt. Konvoi? Ach, Auftragsangebot. Nee, Konvoi-Browser, ja. Ja, ich wäre soweit. Kannst den Auftrag annehmen. Hallo? Ja, ich klicke einfach mal das obere an. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Moment. Irgendwas ist falsch. Ja, wir haben... Huch, ich weiß nicht warum, wir haben plötzlich einen Schwerlasttransport hier, aber ich stehe hier an irgendeiner Baustelle oder sowas. Ich habe absolut keine Ahnung. Bist du schon drin? Nee, ich kann das nicht annehmen. Er sagt unbekannte, keine detaillierten Auftragsdaten. Vielleicht muss ich erstmal losfahren. Ich kann das nicht annehmen. Ich fahre mal ein bisschen los. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Oh, der schlägt immer so heftig ein. Dass du dann da erstmal den Platz brauchst oder so vielleicht, weißt du? Bei mir steht, dass dein Truck kaputt ist. Hinter mir kommt aber ein Truck mit. Nee, das bin ich aber nicht. Washington auf Server nicht gefunden. Oregon auf Server nicht gefunden. Ich habe nur Arizona und Nevada. Ist das Ihr Ernst, lieber Herr Epi, dass Sie nicht alle Gebiete haben? Ja, aber da muss er doch normalerweise irgendwas sagen, dass du nicht mitfahren kannst. Na gut, starten wir unseren Versuch Nummer 2. Schließe diese Aufträge ab, bevor du einen neuen übernimmst, willst du mich jetzt hier... Hallo? Abbrechen können. Ja, wie kann ich die denn abbrechen? Lieferung fortsetzen? Nein. Abbrechen? Es würde dann eine Strafe in Höhe von $12,000. Wollt ihr mich verarschen? Was? Hä? Ich lasse das Spiel mal eben abschmieren. Wir sehen uns gleich wieder. Du hast noch eine Lieferung am Laufen. Ach, fick. Ja, wahrscheinlich lässt er dich da nicht raus. Du musst wahrscheinlich echt... Das ist ja so bescheuert. Das ist aber bescheuert gemacht. Ja, aber 12.000 Strafe? Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht sein, dass so 12.000... Das ist höher als der Job. Ich würde höchstens 10.000 kriegen und ich bezahle eine Strafe von 12.000. Die haben doch sonst was offen. Ja.
Das ist der größte Dreck. Bin ich ganz ehrlich, also es ist totaler Schwachsinn. Das ist wieder Mexiko, also sind die gleichen. Das war jetzt Kalifornien, da hat sie gesagt, das können wir nehmen. So. Also sorry, aber gerade wenn man zusammenspielen will, dann sollen sie direkt von Anfang an bei mir reinschreiben, kann nur alleine gefahren werden. Dann muss ich es auch nicht nehmen, weißt du? Ja. Ach du Schande. Wir transportieren Falschgeld. Nein, wir Nee. transportieren Düngemittel. Aber sieht trotzdem so ein bisschen aus, als ob wir Falschgeld transportieren. Das ist aber jetzt nicht mehr dieser schöne, ganz lange, wo wir so viele Probleme mit hatten und alles. Jetzt wird das nicht mehr so lustig wie es in der letzten. Ja, ich habe hundertprozentig gewusst, ich hätte es aufnehmen sollen. Mann. Oh, nein, du sollst bremsen. Ich habe nichts Warte doch gemacht. mal auf mich, Mensch, verdammt. Ja, ich muss dir doch erstmal Platz machen. Ja, letztes Mal kam es ja erst rein, wenn ich dir Platz gemacht hatte. Ich versuche gerade den Ausgang zu finden. Aber ich sehe dich noch nicht So. auf der Karte. Moment. Ich warte mal Oh, wieder. warte mal. So, jetzt kann Denk ich da dran, auch zweimal mal. L zu drücken, damit du nicht bezahlen musst. Warum auch immer das Licht immer Ach ausgeschaltet so. ist. So, wir sind hier schon mal startklar am Eingang. Jetzt werden wir sowieso gefilzt wahrscheinlich und sind in deinem Knast hinterher. Motor läuft, Düngemittel ist zum Einsatz bereit. Noch sehen wir den Epi auf der Karte. Mal sehen, wie Ich habe Licht lange noch. angemacht. Hä? Zweimal drücken, denk dran, ne? Bist du rausgefahren Nee, schon? ich stehe hier am Eingang. Aber ich sehe dich nicht. Weil Ich ich am guck auch Eingang mal. stehe und du nicht. Könnte daran liegen. Ja, also bist du doch rausgefahren. Nein, ich stehe noch innen am Eingang. Warte mal, wie können wir jetzt nochmal zurückgucken? Ne, das ist nach vorne. Ah, da hinten kommt der Epi, da hinten kommt der Epi. Gucken wir mal, ob der irgendwo gegenfährt. Nauze. Wieso hast du so ein Ghost-Symbol? So, kommen wir da von der Hä, Höhe her hin? du hast gar keine Dings da, du hast gar keine. Was ist denn da drauf? Du hast, ich habe einen zu und Düngemittel. wa ja, meiner ist zu. Wie deiner ist zu. Ich dachte, du hättest Falschgeld Fahr, Junge, transportiert. fahr! Du musst jetzt bremsen. Ich bin hier gerade am Eindrehen. So ist brav. Ich muss das alles selber bezahlen. Obwohl, nee, in dem Fall ja nicht, weil ich muss ja alles wieder zurücksetzen und krieg ja keine Vergütung dafür. Weil der Epi sich nicht die Zusätze alle geholt hat. So. Ja, ich habe den schon in meinem Warenkorb in New Mexico. Obwohl ich das eigentlich nicht haben wollte. Ich wollte was Schöneres haben, schönere Gegend. Ja, dieses. Oh, wir sind hier wieder in Amerika, ne? Da sind die Ampeln ja wieder komplett auf der anderen. Oh nein. Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Nicht stehen bleiben. Da sind die Ampeln ja so ganz komisch. Die sind ja komplett gegenüber. Alter, jetzt gib doch mal grün. Ja, nicht für die anderen, für mich. Idiot. Das war meine Hupe. Hörst du meine Ich Hupe? glaube, dieses kleine weibliche Mäp, das war dann gerade der Epi. Oh, ich glaube, wir kriegen Du grün. musst blinken. Ja, was tue ich denn hier gerade? Bei mir blinkst du nicht. Oh, fahr, komm. Wir dürfen hier 40 fahren. Fahr wenigstens mehr als 20. Achso, da hinten müssen wir links rum, dann bleibe ich schon mal links. Frage ist jetzt nur, das lange Ding, was beleuchtet ist, was ich da hinten sehe. Nee, das ist ein Bus, glaube ich. Das bist du nicht, oder? Aber du bist irgendwie hinter mir. Noch sehe ich dich. Das war übrigens in der ersten Runde ganz anders. Also da Jetzt sind waren wir wir schon zu diesem weggefahren. Zeitpunkt, konnte er mich schon nicht mehr sehen und ich ihn auch nicht mehr. Leute, ihr wollt jetzt nicht sagen, dass ihr vor einer roten Ampel steht. Ich kann jetzt nicht bremsen. Wenn ich jetzt bremse, dann werde ich langsamer und dann kann ich gleich wieder nicht mehr anfallen. Ja, Arschlöcher, fahrt doch mal! Fahr! Junge! Ja, jetzt musste ich komplett abbremsen wegen diesem Vollhonk hier. Weil er zu blöd ist, gerade auszufahren, wenn vor dem alles frei ist, ey. Jetzt kriegen wir gelb, ja toll. F dich. Oh, das hat gerade noch. Hallo? Hast du Das mich hat gerade noch. angefahren? Nein, aber du hast auf einmal Hallo? Vollbremsung. Wieso Nee, ich blinkt war dich gerade wieder am eigentlich? Anfang. Hast du mich? Sag mal.
Ich kann hier zurückgucken. Das war die falsche Scheiße. Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Der neben uns der LKW-Fahrer sagt, was sind das für Idioten? Das ist kein LKW-Fahrer, das ist ein blauer. Was fährt der denn? Keine Ahnung, in Kombi. Leute, macht doch mal grün für uns hier. Wir stehen hier schon eine halbe Stunde. Hallo. Oh, ich dachte gerade, ich kann mir noch einen Kaffee trinken. Oh, nee, ich muss hier noch gar nicht links. Oh, wie fährst du denn? Oh, wir müssen erst hier hinten. Ja, so wie ich heute mit dem Navi gefahren bin. Das darfst du keinem erzählen, ganz ehrlich. Ich kann ihn bebremsen. Oh, Scheiße. Oh. Aua, das habe ich jetzt genau gesehen. Alter. Ich habe gefahren. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe diesmal Düngemittel drauf. Aber trotzdem. Da fährt der Epi mir einfach frontal hinten gegen die Karosserie. Nein. Ich habe keine, nichts gespürt. Ja, aber ich bin ein ganzes Stück nach vorne gedongelt hier. Ich muss mal eben aussteigen, gucken, ob du eine Macke in meinen Truck gemacht hast. Ich? Aber das ist ja ein Leihfahrzeug. Hallo? Ich sag doch, in dieser Runde wird alles schief gehen, was schief gehen kann. Jetzt fahr doch mal. Das ist eine geile Karre. Guck mal, hier rechts der rote. So. Wieso hat man hier rot? Ich überfahre die einfach mal hier. Ich hoffe, ich muss dafür nicht bezahlen. Ach nee, das ist, weil die doch hier reinfahren, oder? Also die von der anderen Seite haben dann rot, nicht wir. Das ist bescheuert gemacht in Amerika, muss ich sagen. Keine Ahnung, was die hier reinfahren. Ja. Nee, weil die Ampeln doch auf der gegenüberliegenden Seite sind. Das ist total, das macht mich wahnsinnig. Guck mal, hier oben ist ein ganz tolles Schild. Das sieht so aus wie aus irgendeinem Thriller oder so, wenn man jemanden umgebracht hat. Mhm. Blutiger Wald oder so. Wir sind in Arizona. Yay. Sind wir da nicht gestartet? Muss ja, ne? Ich will im Hotel California übernachten. Willst du mich jetzt überholen oder ist das ein Autofahrer? Watch for Wildlife. Das genau. Ach, jetzt habe ich das zum ersten Mal kapiert. Ja, was denn? Ich bin da schon fünfmal dran vorbeigefahren. Du sollst wegen Rehen und so Ausschau halten. Ja, sicher. Wahrscheinlich von morgens bis abends. Ja. Nee, ich habe immer von Dust Till Dawn gelesen und habe immer nur an Vampire gedacht. Deswegen bin ich da jetzt nicht so auf das Rotwild gekommen. Wie schnell fährt dein Truck gerade? 65. Wir dürfen aber 75. Ich sehe dich schon wieder nicht mehr. Ja, yeah, aber... Der Epi gehört zu der lahmarschigsten Sorte, die ich jemals als Truckfahrer gesehen habe. Du beschleunigst immer, als wenn das ein Rennwagen ist. Ja, das mache ich in jedem Spiel. Beim Fernbus-Simulator ist das total geil. Allerdings fliegst du da auch ständig ab. Ich muss dazu sagen, ich habe auch alles ausgeschaltet. Ne? Ich habe die Knöllchen ausgeschaltet beim Fernbus-Simulator, weil da kenne ich nur noch Knallgas und bis zum nächsten Punkt. Also das ist so ein Spaßding für mich. Das hier ist was ich wirklich, wo ich ohne Schaden durch möchte, was natürlich mit einem Dreifach-Truck nicht immer so einfach ist. Vor allen Dingen, wenn du in so eine einzelne Straße rechts rein musst. Hey, was überlaubst du es dir, einen Truck von links zu überholen, du? Ich sag das deiner Mama. Kommt der Nächste. Der setzt sich... Also, hallo? Der hat noch nicht mal einen Blinker gemacht, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Haut sich hier voll einfach vor mich in die Spur rein. Wildlife. Nicht auf der Spur fahren. Wo fährst du denn ab? Ich bin auf der rechten Spur. Ich fahre nirgendwo ab. Center Arizona stand hier, glaube ich, gerade. Bist du irgendwie dem Falschen gerade am Hinterherfahren? Kann das sein? Ja. Weil ich kann dich nicht sehen auf der Karte und du redest gerade mit mir. Ich bin direkt hinter dir. Ich sehe dich aber nicht. Hä? Also ich sehe, dass da irgendein LKW... Nee, das ist ein Auto, der jetzt links überholt. Ja, ich bin, das ich links bin ja auch überholt, aber egal. Hier ist eine Raststätte. Ich gehe in die Raststätte rein. Warum? Weil das eine Errungenschaft gibt, wenn man eine Raststätte benutzt. Das ist jetzt doof, dann haben wir, glaube ich, einen Nachtvergleich, aber... Die Frage ist nur, wie benutzt man die? Was ist, wenn ich tanke? Ja, das ist auch eine Errungenschaft. Du musst das, glaube ich, insgesamt 25 Mal machen. Warte. Oh, guck mal hier rechts. Oh, scheiße. Die stapeln sich hier.
Rest Area. Ach, das ist die Rest Area. Ich glaube aber, du kannst einfach irgendwo drauf fahren, wenn ich das richtig sehe. Dich hier irgendwo hinparken. Warte. Das habe ich nämlich irgendwo. Drücke folgende Taste, um den Monitor abzustellen. Ich kann keine Taste drücken. Wieso kann ich die nicht drücken? Ab. Nein, ich habe abgesattelt. Ich wollte nicht absatteln. Ja, ich darf irgendwie anscheinend nicht hier schlafen. Ich fahr mal weiter. Ich hab mir einen Kaffee geholt gerade. Wie das? Ja, ich hab E gedrückt und dann Eingabetaste, um die Ruhepause einzuhalten. Wieso kann ich das nicht? Ja, da was steht folgende Taste, um den Motor abzuschalten, steht da nur. Nee, bei mir stand nur E und dann dann kam die Meldung Eingabetaste, um die Ruhepause einzuhalten. Du fährst jetzt gerade in meinen Truck. Nein, du auch? Ich stehe. Wie kann ich den Motor nochmal abstellen? Oh, scheiße. Ich wusste, hier läuft alles falsch, wenn ich hier einmal das aufnehme. Du nimmst doch gar nicht auf. Du hast vergessen, die Aufnahme anzumachen. Nee, das läuft alles gut. Warte mal, ich habe hier... Kann das sein, weil du nicht gut in dieser Lücke stehst? Ich stehe ja perfekt hier drin. Ich wollte hier gerade meine Notizen sehen. Jetzt habe ich die vom Mirage, was ich drücken muss. Warte mal, Motor starten ist E. Ach so, ich habe das ja umgestellt. Ach, vielleicht... vielleicht kann ich es deswegen nicht. Ach, ich fahre jetzt einfach mal weiter. Oh, ich stehe ja wirklich schräg. Das sehe ich ja jetzt erst. Alter, wie stand ich denn hier gerade drin? Ich sag da du mal bist nix der zu. Grüne, ja? Mit dem grünen... Ja. Okay. Mit dem grünen Trailer, grün-weiß, unten grün. Ja, wahrscheinlich geht das tatsächlich nicht, weil ich das umgestellt habe. Ich bin ja mit Q und E jetzt am Blinken. Und mit E stellst du normalerweise Motor aus, habe ich gerade auf meinen tollen Notizen gesehen. Und ich weiß nicht, mit welcher Taste ich das jetzt umgestellt habe. Dass das jetzt dann woanders läuft. Was denn? Nix. Alles gut. Er ist wieder irgendwo reingefahren, der Trottel. Ja, ich hab meinen Alarm ausmachen wollen. Ja, red weiter. Ja, und dabei bin ich leider aus dem Bildschirm rausgetappt und dann ist er mir irgendwo hingefahren. Ach so, ich dachte, ein Alarm bei dir im LKW. Ich wollte gerade sagen, was für ein Alarm. Nee, so ein Alarm am PC. Jetzt ist mich hier wieder so ein Sack am Überholen, hallo? Ja, weil du ja weitergefahren bist. So geht das nicht hier. Aber du bist noch hinten, oder? Bist du der LKW hinter mir? Nee, das ist noch ein anderer. Ich hänge hier gerade mit meinem Oberteil fest. Jetzt bin ich ja gerade neben der Spur am Lenken. 6 Stunden, 308 Meilen. Hallo, wo hast du uns einen Auftrag hier gemacht? Ich habe einen kleinen diesmal genommen, weil die anderen konnten es ja alle nicht machen. Die waren alle kurz hinter der Grenze. Wo du übrigens Maut für bezahlen musst, was aber nicht viel ist. Bei dem Euro-Truck war es 11 Dollar oder 11 Euro oder so. Ne, ein Euro ist das, glaube ich, gewesen. Guck mal, links ist eine Happy Kuh. Eine heilige Kuh? Eine Happy Kuh. Irgendwas mit Happy Kuh stand da. Happy Cow stand da. Wer ist eigentlich gerade mit dem Lenkrad? Nee, weil, wie gesagt, ich da immer Krämpfe mitbekomme in meinen Armen. Ich muss mal gucken, wie ich das hier am besten festmache. Weil da, wo ich es eigentlich festmachen muss und kann, da ist es halt zu hoch. Und da kriege ich dann, tun meine Schultern weh und dann tun meine Arme weh und das ist scheiße. Das Lenkrad an sich ist ganz cool. Allerdings bei, ich glaube, es war Fernbus-Simulator, da ist das, entweder kann ich es da gar nicht benutzen. Oder, nee, ich konnte es, glaube ich, benutzen, aber es ist grottenschlecht. Das lenkt so schnell ein und alles. Das machen die Tastaturen allerdings auch. Und ich habe noch nicht herausgefunden, ob man irgendwo das Ganze umstellen kann. Ja, das Ganze aber einstellen, Lenkwinkel und solche Sachen. Ja, aber beim Lenkrad wahrscheinlich selber, ne? Und du kannst halt einen Totstellung einschalten. Totes Lenkrad kann ich machen. Nein, aber wie viel Prozent, sagen wir mal, nichts passiert erstmal, wenn du jetzt lenkst, wenn du damit besser klarkommst. Normalerweise will man direkt lenken. Haben oder diesen toten Weg vom Lenkrad. Aber das kann man einstellen. Ich will es realistisch haben, sagen wir es mal so. Wie ist das denn realistisch, dass er eigentlich nicht direkt einlenkt, oder? Also wir haben ja keine direkte Lenkung im Auto und im LKW auch nicht. Das ist ja alles mit Servolenkung und da hast du eben eine leichte Verzögerung. Da ist die Happy Kuh wieder. Es ist eben keine Direktlenkung. Also sagen wir es mal so, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht. Also The Crew kann man damit gut spielen, hast du gesagt, ne? Du hast es ja ausprobiert mit deinem... Ja, das Neue, das andere konnte ich gar nicht spielen, das Alte. Naja gut, dann habe ich vielleicht wirklich... Angeblich soll das damit gehen, aber bei mir hat das nicht erkannt.
Ja, weil ich fahre ja in erster Linie sowas mit Trucks, mit Bussen und so. Ich hätte mir vielleicht lieber nicht dieses Racing Wheel holen sollen, sondern dieses Truck Wheel oder wie das hieß da. So ein Buswheel, ja. Ja, Truck, glaube ich, hieß. Irgendwas mit Truck oder so. Wir müssen hier gleich runter, falls du wirklich noch irgendwo hinter mir bist. Ich sehe dich nämlich, wie gesagt, nicht auf der Karte. Ich finde es auch doof, dass da nicht steht. Ah, nee, wir müssen nicht runter, wir haben nur eine Rechtskurve. Ich nehme alles zurück, also, ich sehe dich immer noch. Da vor stand mir, was mit Call 911. Siehst du das? Ja, ruf mal an. Ja, oben. Ja, wenn du mir wieder mal voll in den Truck reinfährst. Aber ich musste nichts dafür bezahlen, dass du mir reingefahren bist. Kann sein, dass das bei dir jetzt vielleicht angezeigt wurde. Alter, ich hatte fast 19.000 und ich soll eine Strafe bezahlen, nur weil du dir diesen Zusatz nicht geholt hast. Ich komme da immer noch nicht drüber weg, ne? Immer noch nicht drüber weg. Desert Center. 55 ist erlaubt. Naja, ich und mein Bleifuß. Ne? Es tut mir leid, Leute. Ich werde wahrscheinlich Knöllchen kriegen gleich. Aber ich kann nicht anders. Das ist im wahren Leben ist das ja auch. Wenn ich irgendwo eine 30er-Zone habe, denke ich, ich schlafe gleich hinterm Steuer ein. Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber es ist wirklich ätzend. Aber das hat irgendwie jeder gesagt, der Auto fährt und mit dem ich bisher gesprochen habe. Die sagen immer, alle 30er-Zonen sind die schlimmsten, weil man sich da nicht mehr konzentriert, weil man da einfach so langsam fährt und denkt, man schläft gleich wieder ein. Ich fahre lieber die 55, weil hier ist die Polizei irgendwo. Hier war aber 70. Nee, hä? Wieso steht... Ach so, Trucks haben eine andere... Ah, Cat Noir. Ich habe auch so ein Spiel, das ist so ein Point-and-Click. Da ist auch irgendwas mit Katzen. Also der Typ ist eine Katze. Also so ein Katzen-Metamorph? Nee, wie nennt sich das? Amphimorph? Keine Ahnung. Also wenn die so wie Menschen aussehen, aber eigentlich Tiere sind. Wie ist das nochmal? Da gibt es so einen Fachausdruck für. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich kenne die nur vom Zeichnen. Ist das nicht die Autobahn 55? Was erzählst du mir hier? Weil hier stand gerade 75 Meilen, durfte man fahren. Ja, das stand bei mir auch. Und wo steht das bei dir? In diesen eckigen? Also im weißen eckigen Navi steht 55, aber das sieht mir aus wie. Das ist aber, glaube ich, die Autobahn 55. Ja, das weiß ich nicht. Also bei mir. Aber er zeigt mir das mit Rot an hier, dass ich 65 fahre. Das verwirrt mich so ein bisschen. Oh ja, das zeigt er mir auch. Ja, doch, doch, doch. Weil kann sein, dass die Trucks in Amerika dann weniger fahren müssen oder so als Autos. Ich weiß es nicht. Ich fahre mal. Also wenn ich geblitzt werde, dann kannst du ein bisschen vom Gas runtergehen, weil ich fahre konstant 10 zu viel. Hier steht 70 und es ändert sich nichts. Ich glaube, jetzt habe ich es nicht mehr gesehen. Ich glaube, danach stand irgendwas mit Route 55. Ich habe doch keine Ahnung. Ich mache das doch nicht jeden Tag hier. Ich wechsle mich immer mal wieder ab. Muss den Fernbus-Simulator oder muss ich noch 200 Städte oder so bereisen? Nein, die ersten 10 habe ich. Also ich komme meinem Ziel komme ich näher. So, hier ist nochmal so eine Raststätte. Ich sollte aber dann später erstmal gucken, mit welcher Taste ich den Motor abstelle. Ich glaube, erst dann kann ich das... Dann sollen wir nochmal anhalten? Nee, ich bin schon dran vorbei. Dann halte ich an. Hol mir was zu trinken. Ja, hol du dir mal was zu... Ach so! Ja, es gibt ja auch so eine Müdigkeit, die simulieren. Deswegen kannst du dir da bestimmt Kaffee holen. Ja, ich habe Kaffee. Oh, aber Polizei ist neben mir hergefahren. Hallo, Polizei. Ja, ich hab's gehört. Die Frage ist, bist du Knallgas? Bist du Knallgas? Nee, 55 fahre ich genau. Er war das Pommes, ich die Schaschlik. Bist du Knallgas? Imbissdeutsch. Wer von euch es kennt, hebt die Hand oder schreibt jetzt einen Kommentar. Es sind doch nur noch 3,5 Stunden. Das ist doch nichts. Ich meine, heute wollte ich zu einem Zielort hingehen, mit Navi wohl bemerkt. Der sollte 25 Minuten von mir entfernt sein. Wir haben über 1,5 Stunden gebraucht, um hinzukommen, weil das Navi mich da nicht hinführen wollte. Ja, jetzt muss ich wohl dazu sagen, es hat mich immer wieder in eine Sackgasse rein manövriert. Und es ist halt Braunkohlegebiet, ne? Die haben da sämtliche Straßen irgendwie schon weggebaggert, offenbar. Dementsprechend wollte das Navi immer mit mir, er wollte noch zum Bahnhof, dann habe ich mal nachgefragt, weil da eine im Auto gesessen hat. Und dann meinte die, der Bahnhof existiert schon seit Jahren nicht mehr, der ist weggebaggert worden. Ich so, okay, ich glaube, ich fahre wieder nach Hause. Hm. Ja.
Also das war weder meine Schuld, bin ich ganz ehrlich. Ah, hier rechts kann man aber tanken. Das müsste ich normalerweise machen können. Ja, vielleicht sollten wir das mal machen. Ich probiere es zumindest mal, ob ich das machen kann. Es ist auf jeden Fall grün. Also das sollte ich theoretisch machen können. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Der bremst nicht so gut wie mein anderer. Also wie der Bus. Stopp, stopp, stopp. Drücke die folgende Taste. Dreimal Minus. Achso, um den Motor abzustellen. Moment. Tastenknöpfe. Zack, zack, zack. Motor. Motor anlassen, abstellen. Kann ich das mit M? Oder ist M für irgendwas belegt? Das weiß ich nicht. Jetzt habe ich so einen Betonmischer vor mir, der nicht fährt. M ist für Galerie öffnen. Scheiß drauf, mach ich jetzt einen Motor rein. Hä? Motor anlassen, abstellen. Nee, nicht Mausrad runter. M. So. Zuweisung verlorener Funktion. Weltkarte. Ach, kannst mich mal. Komm. So. Ja! 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 Hä? Ach so, ich muss die Eingabetaste gedrückt halten, damit ich tanke, okay? Ich hab zwar keine... Oh, das kostet aber viel. Das sind Gallonen, das weißt du schon, ne? Ja, yeah, ja, komm, jetzt habe ich nur noch ein bisschen, bis ich voll bin. Also 1000 knapp muss ich jetzt bestimmt bezahlen. Ey, wieso? Wie viel geht da rein? Voll. Kann ich den Motor wieder anstellen? Ja, jetzt. Nee. Jetzt habe ich ihn wieder an, oder? Okay. Wo sehe ich überhaupt einen? Also ich fahre wieder. Bist du der Grün-Weiß? Na, warte doch mal auf mich, Mann. Werden durch ihren Arbeitgeber gedeckt. Das ist schön. Du bist aber so. Der Grün-Weiße, den ich hinten sehe, oder? Ja, ich fahre wieder. Komm. Okay, dann gebe ich jetzt wieder Knallgas. So. Ich donner hier mit 12 durch die Gegend. So, wehe, mir kommt jetzt hier einer entgegen. Und scheiß PKW hat sich natürlich dazwischen gedrängelt. Ja, der gelbe, ne? Den habe ich auch gesehen. Mhm. Der überholt mich aber jetzt bestimmt, oder? Moment, jetzt nicht im Blauen hinter mir? Oder ist das nur so komische Farbe jetzt? Das habe ich gar nicht... Ach nee, die Errungenschaft kriegst du, glaube ich, erst, wenn du den Auftrag abgegeben hast. Ich glaube, während des Fahrens kriegst du den nicht. Aber, wir verkleinern uns hier. Fahr mal nach links, wenn du kannst. Alter, dann ernst? Oh. Scheiße, wie viel darf ich fahren? Steht aber immer noch 55. Also ich glaube nicht, dass das... Ich bin wieder auf der rechten Spur. Mehr oder weniger. Ich versuche gerade wieder meine Einstellung zu finden, dass ich alle Spiegel sehe. Eieieiei. So, wenn jetzt noch mal eine Raststätte kommt, dann kann ich mir auch noch mal kurz einen Kaffee nehmen. Weil jetzt habe ich die Taste drin, wie ich den Motor abstelle. Ja, wenn man so... Jetzt habe ich zwar die Weltkarte Mann, nicht mehr... Wieso geht der Blinker nicht aus? Ja, zu verkaufen. Kannst mal anrufen. Merk dir mal die Nummer. Können wir mal testen, ob die funktioniert. Driving the next 100 years. Ah, wir sollten einen von Kenworth kaufen. Wir müssen da drauf sparen, damit wir 100 Jahre damit fahren können. Also aber ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. 100, der kann auch 130.000 kostet er auch noch, ne? Keine Ahnung, ich kenne die Marken ja nicht. Ich habe jetzt 92 Grad Fahreneinheit. Ist das viel oder wenig? Kipp ich gleich um, weil das Hitze ist, oder? Das ist schon warm hier, ja. Ja gut, wir sind hier mitten auf der Einöde. Ich war wieder viel zu schnell. Oh. Das ist mir sowas von egal. Ja, aber das kostet Geld. Naja, ich bin mir nicht sicher. Also... Bei dem Eurotruck, glaube ich, kann man das ausstellen, wenn man alleine fährt. Wenn man zu zweit fährt, habe ich es nicht gesehen. Was ich nur ausgeschaltet habe, das habe ich dem Epi schon gesagt. Ach so!
Was ich ausgeschaltet hatte, ist, dass man sich gegenseitig keinen Schaden machen kann. Das heißt, du hast mir eben gar keinen Schaden gemacht. Ja. Ich wusste, warum ich das ausgeschaltet habe. Ich wusste es. Wenn man mit dem Epi fährt, sollte man immer den Schaden ausschalten. Das sieht aber schön aus. Das sieht zwar so wüstenmäßig aus, aber... Ja, ist ja auch Arizona. Das ist ein bisschen wüstenmäßig. Aber dafür gehen die Gradzahlen runter. Sehr logisch. Ich hatte eben 97 oder was habe ich gesagt? Jetzt habe ich 93. Vielleicht ist auch mehr Wind dabei gleichzeitig. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade an Karlsbad vorbeigefahren. Ich bin gerade über eine Brücke drüber gefahren. Oh, wir müssen bald runter. Ich glaube, North müssen wir runter, wenn ich das richtig sehe, oder? Also hier noch nicht. Ne, die nächste, genau. Wo du rechts runter geht. Da noch nicht, sondern da direkt die nächste. North Barstow ist das, müssen wir dann runter. Also fahre ich jetzt runter. Ich weiß nicht, wo du bist. Der EP hat sich bestimmt irgendwo jetzt eine geangelt in der Raststätte. Ach nee, das war ja eine Tankstelle jetzt, wo wir eben waren. So, es tut mir leid, aber ich muss direkt drauf fahren. Das ist das Schöne in Amerika. Du hast hier wenig Verkehr. Ich denke mal, das kannst du wahrscheinlich auch irgendwo noch einen Hardcore-Modus anschalten und dann noch mehr Verkehr reinschalten. Oder nur Verkehr oder was. Ja, super. Ja, nehme ich mal an. Also ich habe alles so standardmäßig drin gelassen. Bis auf halt bei Euro. Das ist ja jetzt American hier. Bei Euro habe ich es für mich persönlich so gemacht, dass ich nicht geblitzt werde. Ja, Euro bin ich noch gar nicht gefahren. Also das müsste ich auch nochmal. Ja, also im Endeffekt genau das Gleiche, nur dass du andere Strecken hast. Und dass du nicht diesen Mist hier... Oh, du kommst hier den Berg nicht hoch. Dass du nicht diesen Mist hast, dass du die Ampeln auf der anderen Straßenseite hast, sondern die sind halt normal, ne? Bei dem Euro-Truck. Ansonsten, wahrscheinlich auch, weil es der gleiche Anbieter ist, ist es quasi mehr oder weniger das Gleiche, aber mit anderen Gebieten. Also du hast halt nicht so diese kalifornischen Gebiete und Mexiko und so, sondern du hast halt eben... Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Deutschland halt. Deutschland. Ja, Schweden, glaube ich, gab es eine Erweiterung von. Aber frag mich jetzt nicht, ob ich die jetzt... Sag mal, wo bist du gerade? Ich fahre jetzt den Berg was runter. Hinter mir ist so ein roter Truck, glaube ich. Du warst doch eben grün-weiß, hast du gesagt. Oder hast du deine Farbe geändert? Also hinter mir ist so ein rot lackierter Truck auf jeden Fall. Echt? Ja. Du behauptest die ganze Zeit, du fährst hinter mir. Also entweder bist du ein bisschen bekloppt oder du fährst im Falschen hinterher. Ich glaube, ich fahre den falschen Weg, weiß ich nicht. Huhuhu, warum kommt der so nah auf meine Spur? Weil ich sehe dein Schild nicht mehr. Ja gut, du fährst ja auch volle Pulle die ganze Zeit nur, ne? Ja, also ich bin 50, 65. Ich kann ja jetzt nicht mehr... Wieso nicht? Ja, wieso zeigt der an, dass von links noch jemand... Ich darf nicht gleichzeitig unten gucken und oben gucken, weil das dann fährt man nicht mehr in der Spur irgendwie. Der zeigt das total komisch an, aber der meint eigentlich, dass auf der anderen Seite noch eine Gegenspur ist. Der zeigt das unten aber so komisch an, als ob das zweispurig ist. Aber ich fahre ja auf dreispurig gerade. Outlet Center. Ich fahre gerade einen Berg runter. Outlet Center, lass uns mal hier raus, da können wir nach neuen Klamotten gucken. Nein, du weißt, wie sehr ich es hasse, einzukaufen. Außer Computerspiele, das mache ich gerne. Oh, hier rechts ist ein Unfall mit einem Schwert. Ich hab nicht die... Fuck. Was jetzt? Halte ich an die Geschwindigkeit. Wenn du 10 drüber bist, bezahlst du fast 1000 Dollar. Heieieiei. Hier ist noch eine Tankstelle. Und eine Raststätte. Kommt man da noch drauf? Ich glaube, von hier aus nicht, ne? Mann, warum blinkt der immer? Nein, von hier aus kommst du nicht drauf. Okay, also entweder habe ich es hier nicht gemacht oder im Multiplayer konnte man es wirklich nicht ausstellen. Das ist doof.
Aber du hast ja Erfahrung mit dem Blitzen. Ja, ich werde in der Regel pro Strecke dreimal geblitzt im Truck. Und im Realen auch, oder wie jetzt? Nee, das war jetzt einmal. Ich bin tatsächlich die letzten, weiß ich nicht, 20, 25, wie lange fahre ich denn jetzt schon? Wie viele Meilen hast du noch? 25 Jahre ungefähr. Wie viele Meilen hast du noch? 28 Minuten noch, 21 Meilen. Was? Bin ich tatsächlich nur sehr, sehr selten geblitzt. Ich habe 240 Meilen. Wo fährst du hin? Ich fahre zum Ziel, du anscheinend nicht. Ja, aber er bringt mich hier hin, so zeigt das mir an. Hä? Ha! Lutscher! Also nicht du, sondern der Typ, den ich gerade rechts überholt habe. Ich hoffe, hier ist jetzt nicht wieder irgendwo eine Kontrolle. Eieieiei. Ich muss mir nämlich das Geld hier beim American Truck auch... Aber er zeigt mir ja immer noch den Weg an mit diesen 4 Stunden und... Weiß ich nicht, 4 Stunden und 200... Du bist aber richtig abgebogen überall, weil das kann sonst sein, dass das dadurch auch länger ist. Keine Ahnung. Muss ich jetzt hier? Muss ich jetzt hier? Ich glaube, ich muss hier. Ahead. Stop. Was soll das heißen, dass hier ein Stoppschild ist? Ja, tatsächlich. Oh, ich hätte nicht bremsen sollen auf dem Berg. Ich hätte nicht bremsen sollen. Tut mir leid, Leute. Der Truck zieht nicht so, wie ich will. Ich bin in 4 Minuten da. Und du? Aufenthalt in Barstow. Ich sehe ja absolut null. Ich fahre mal einfach. Nein, ich soll drehen jetzt. Ach, willst du mich verarschen? Ey. Oder was macht er jetzt? Keine Ahnung. Hä? Blinkt der jetzt, wenn ich das Blinken rausnehme? EP hat sich verfahren. Ja, weil du gesagt hast, bieg ich ab da. Und dann war da auch der grüne Pfeil. Aber das war scheiße. Ich habe nur gesagt, ich bieg ab. Ich habe nicht gesagt, dass du abbiegen sollst. Ja, du warst doch gleich vor mir. Das meinst du. Mittlerweile bist du dir ja nicht mehr so sicher. Hallo? Ja, doch, hallo, was rückt der jetzt zurück? Hallo? Wieso fährt der jetzt rückwärts? Ich habe doch nur gebremst. Hallo? Mich verarschen hier? Oh Gott, komme ich da hin? Oh Gott, der ist sehr lang, ne? Achso, ich dachte gerade, das wärst du. Das ist nämlich der gleiche. Ich habe zumindest mal San Diego gesehen. Ich bin in San Diego. Nein! Ja, wir warten dann gleich noch ein bisschen, bis der EP auch auftaucht. Ja, da das hier mein Chef bezahlt, die Dieselkosten hier. Nicht vor dem Wagen springen, ne? Ich muss ja noch gerade setzen hier. So, Moment. So, zack. Stopp, stopp, stopp. Ja. Nein, nicht so einschlagen. Nein! Oh! Du sollst nicht einschlagen. Was ist mit dieser Karre hier los? Alter, ist das dein Ernst? So nicht. Ich will gerade zurückfahren. Der schlägt hier ein. So, noch ein Stückchen. Stopp. Nicht so schnell. So, ich bin gerade. Jetzt fahr gerade zurück. So. Ja, noch ein bisschen. So, haben wir die gerade? Also ich werde das ehrlich gesagt nie verstehen. Wenn du gerade... Was war das? Nicht mehr gerade. Keine Ahnung, was der jetzt mit mir gemacht hat. Der ist selber gelenkt irgendwie. Ey, jedes Mal funktioniert das so wunderbar, wenn ich den Truck einparke, ne? Und einmal nimmst du das auf. Und hier geht alles schief, was hier beim Einpacken schief gehen kann. Willst du mich denn hier? So. Ja, bitte. Ja, sag mir nur mal einer, Frauen können nicht einparken, ja? Hier. So, runterlassen. Aber ganz vorsichtig. Ausgezeichnet. Ich habe jetzt 9000 bekommen und ich hatte zwei jetzt... Ich habe jetzt 2 Level abbekommen, ne?
Warum 9.000? Bei mir steht was von 17.000 drin. Ach nee, das ist mein Geld, was ich habe. Ja, rechne mal 12.000 bei mir ab, weil ich ja jetzt eben Strafe zahlen musste wegen dir. Wieso wegen mir? Ja, weil du das Gebiet nicht hast. Eigentlich kann man auch sagen, ich musste Strafe zahlen, weil die zu blöd waren, das anzuzeigen. Das kann man genauso gut sagen. Ja. Bezahle ja, ich jetzt 3.000... Nee, pass auf. Euro. Bezahle ich jetzt 3.000 Lehrgeld und behalte Level 3? Wäre wahrscheinlich nicht schlecht, oder? Dann habe ich zwar wesentlich weniger Geld, aber dann lasse ich das doch nicht crashen. Dann mache ich hier nochmal einen Punkt in zerbrechliche Fracht. Dann würde ich einfach mal sagen, dass wir uns dann für heute verabschieden. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich hatte überlegt, das Ganze eher privat zu machen. Wenn ihr das aber so interessant findet, dass ihr davon mehr Folgen sehen möchtet, dann kann ich das natürlich auch gerne in einem Let's Play demnächst machen. Allerdings erst, wenn der Bus-Simulator fertig ist. Das dauert ja, denke ich mal, nicht mehr allzu lange. Und ja, da kann man mal zusammen ein bisschen durchgehen. Ich werde da nicht jede Fahrt mit euch hier durchgehen, aber ich werde dann so kurz vor ein Ziel, wenn wir wieder was Neues einstellen können, wenn wir einen neuen Wagen kaufen können und so weiter, werde ich euch dann auf jeden Fall dabei haben. Und auch wenn wir Verbesserungen kaufen und dann immer mal eine Runde auf jeden Fall auch zwischendurch drehen. Also wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen möchtet. Und ich glaube, dann lassen wir den Epi lieber mal in Ruhe, sonst nimmt er noch mehr mit. Nee. Also ich habe noch 120 Meilen jetzt. Ja, dann fahr nochmal in die nächste Raststätte, hol dir nochmal einen Kaffee, bevor du hier einschläfst. Nee! Ich muss aufpassen, dass sie mich nicht blitzen. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ja. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.